Hallo und willkommen bei Hardware Rad. Hier die erste Folge der Serie Sparen am und zwar wird angefangen mit dem Mainboard bzw. Motherboard. Es ist eine super Komponente, wo man oft Geld sparen kann und wo leider viel zu viele zu viel ausgeben. Um am Mainboard zu sparen, muss man erstmal wissen, was muss einem das Mainboard bieten? Natürlich der richtige Prozessor Sockel, jetzt bei Skylake auch wieder die richtigen RAM Steckplätze, also DDR3 oder DDR4. Brauche ich noch extra Steckkartenplätze für zusätzliche Steckkarten? Wie viele Lüfteranschlüsse brauche ich denn? Wie viele SATA 3-Anschlüsse brauche ich, brauche ich einen M2-Anschluss? Und so weiter und so fort. Bei Mittelklasse oder untere Klasse PCs reichen deswegen schon oft 40 bis 50 Euro Mainboards aus, da die alle Anschlüsse bieten, die man gerade so braucht. Aber dann gibt es noch Sonderwünsche, die manche Leute haben. Besonders was zusätzliche Funktionen vom Mainboard angeht. Also zum Beispiel besondere Sachen im UEFI wie eine gute Lüftersteuerung, besondere Anschlüsse am IO-Panel wie externes SATA oder überdurchschnittlich viele USB-Anschlüsse und so weiter und so fort. Manche Leute brauchen halt spezielle Dinge am Mainboard und da reicht oft kein 40 bis 50 Euro Mainboard, sondern Mainboards, die dies Spezielles bieten, sind meist etwas höherpreisig. Aber ich denke mal, das trifft eher auf die Minderheit zu, die irgendwie sowas Spezielles brauchen. Der Chipsatz ist auch so eine Sache, wo sich viele Leute blenden lassen. Ich habe es damals zur Haswell-Zeit schon ein paar mal gesehen, dass H97 Boards so wenig Anschlüsse haben, dass eigentlich der B85 Chipsatz genauso gereicht hätte. Man sollte hierbei finde ich also nicht wirklich auf den Chipsatz achten, sondern eher auf die Anschlüsse, die man braucht. Der nächste Punkt ist Übertakten und da überschätzen Laien oft, was für ein Mainboard sie eigentlich brauchen. Natürlich braucht man ein Mainboard, das Übertakten bietet. Bei Intel sind das die Z-Mainboards. Schaut man sich nach solchen Mainboards um, sieht man, sie fangen so bei 95 Euro an und gehen bis über 300 Euro. Natürlich muss man sich fragen, wie hoch möchte man denn eigentlich übertakten. Und die meisten übertakten eigentlich eher auf ein gesundes Niveau, also bis so 4,5-4,6 GHz. Nur die allerwenigsten mit einer gigantisch guten Kühlung takten eigentlich höher im Alltagbetrieb. Um den Prozessor auf 4,5 GHz zu übertakten, braucht man keine übergute Spannungsversorgung. Vier gekühlte Phasen sollten dafür eigentlich schon ausreichen. Viele kaufen sich Mainboards mit 8 oder 12 Phasen, übertakten aber gar nicht so stark, dass sie diese eigentlich bräuchten. Damit will ich sagen, wer nicht überstark übertaktet, also eigentlich nicht über die 4,5 GHz hinaus möchte, muss gar kein Mainboard kaufen mit so einer so krassen Spannungsversorgung. Da reicht dann schon ein 100-Euro-Mainboard gut aus. Und der letzte Punkt ist Aufrüstbarkeit. Das ist so eine Sache. Wie viel Platz sollte man lassen für etwaige spätere Wünsche? Zum Beispiel mit den RAM-Bänken. Sollte ich nur zwei RAM-Bänke nehmen, die dann gefüllt sind? Oder soll ich lieber vier nehmen, damit ich zwei Platz hab? Naja, einerseits, wenn man natürlich zwei weitere Platz hat, kann man jederzeit noch Arbeitsspeicher dazustecken. Andererseits wäre eine andere Lösung, dass man den alten Arbeitsspeicher verkauft und dann einfach Module kauft, die mehr Speicher pro Modul haben. Dann gibt's auch die Kandidaten, die meinen, einen zweiten Pisa Express X16 Slot haben zu müssen, da sie später vielleicht eine zweite Grafikkarte dazu stecken wollen. Davon würde ich abraten, weil SLI und Crossfire ist immer noch scheiße und mit einer guten Grafikkarte fährt man auf jeden Fall besser. Aber schon 40 bis 50 Euro Mainboards bieten meist schon einen weiteren PISA Express X16 oder X1 Anschluss an, wenn man später eine Soundkarte oder eine WLAN-Karte nachrüsten möchte. Alternativ ist das natürlich auch über USB möglich. Abschließend kann ich so sagen, wenn ihr irgendwo in eurer PC-Konfiguration Geld sparen wollt, dann ist das Mainboard auf jeden Fall eine Option. Das Mainboard muss in erster Linie nur die Sachen erfüllen, die man braucht, mehr eigentlich nicht. Daher lohnt es sich auch eigentlich kaum, wirklich mehr dafür auszugeben. Aber wer nicht sparen muss, der kann auch ruhig sein Geld ins Mainboard investieren, damit er mehr freie Plätze hat für etwaige Aufrüstungen. Das war's dann auch mit dem Video. Lasst auf jeden Fall Feedback da, was ihr von diesem Videoformat haltet. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.